Hey Leute, ich habe die Tage ein Trapperbett gebaut und das wollte ich euch heute mal zeigen. Auf zwei einen guten Meter breiten kleinen Baumstämmen, die wiederum auf dünnerem lagern, um sie ein bisschen hochzulagern, habe ich hier oben drauf zwei etwas über 2 Meter lange Baumstämme quer gelegt und da drauf die Stangen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Werde ich also ein paar Nächte übernachten. Da drauf kommt jetzt diese Wolldecke. Darauf platziere ich jetzt 3 Wollfelle. Von Schafswolle obendrauf. Dann habe ich hier ein 2x2 Meter oder 2x1,80 Meter Wollvlies dazwischen. Ist relativ leicht. In dieses Wollvlies lege ich mich wie in einen Schlafsack hinein. Sollte das aber nicht langen, habe ich als Backup noch meinen McKinley Schlafsack. Die Füße kriegen diese schönen Wollsocken, dann sollte es wohl gehen. Ein Batterieschwung. Und es gibt gerade so viel Licht, um sich gut im Lager zu orientieren. Ich werde morgen berichten, wie es gelaufen ist. Also bis dann. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Leute. Es war eine gute Nacht, ich habe gut geschlafen. Auch wenn ich vielleicht 10, 15 Mal wach geworden bin. Ich sag, Ohrstöpsel ist eine ganz gute Sache. Ich habe auch Besuch bekommen noch. Meine Konstruktion wird inspiziert. Die besten Kritiker sind meine Frau und der WBC. Vögel zwitschern schon. Ich bin nur 2 Mal danach diesmal wach geworden. Oh, war das gut. So richtig frische Luft die ganze Nacht geatmet. Heute Nacht hat es nur wenig geregnet. Insofern hat es nicht so auf der Plane drauf geprasselt. Und mit meinem Wollsetup bin ich gut gefahren. Irgendwo gegen 5 wurde es mir zu kalt und habe ich mir den Pullover wieder angezogen. Mir nicht gereicht, nur in der Unterhose zu schlafen. Also, ich stehe jetzt mal auf, dann melde ich mich wieder. Oh ja, das dampft gut. Ukrainische rote Beete-Kohlsuppe. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen und gleich ein Kaffeewasser aufsetzen für den Kaffee. So. Und jetzt noch ein Käffchen.
und tschüss.